gammelige Zutaten, eklige Küchen und furchtbare Arbeitsbedingungen. In seiner neuesten Enthüllungsdoku wirft das Team Wallraff von RTL Burger King krasse Dinge vor. Gegenüber seinen Kunden und gegenüber den eigenen Mitarbeitenden scheint der Konzern sich Unvorstellbares zu erlauben. Foodfinder Spezial. Wir schauen uns zusammen die spannendsten Szenen an. Der Investigativjournalist Günther Wallraff und sein Team drehen seit mittlerweile einem Jahrzehnt Reportagen, in denen sie Missstände von Unternehmen aufdecken. Ein Unternehmen, das sie besonders gerne unter die Lupe nehmen, ist Burger King. Da haben wir inhaltlich wohl ähnliche Interessen. Schon letztes Jahr haben sie für viel Wirbel gesorgt. Denn da haben sie manipulierte Haltbarkeitsdaten, die fehlerhafte Zubereitung von veganen Produkten und gesundheitsgefährdende Zustände in den Küchen von Burger King aufgedeckt. Im Zuge der Veröffentlichung wurden mehrere Filialen vorübergehend geschlossen. Die Burger verloren ihr Vegan-Label und der Konzern gelobte Besserung. Da dachte sich das Team Wallraff natürlich, das schauen wir uns mal genauer an, ob sich da wirklich was verbessert hat. Man glaubt es kaum, aber in der neuen Doku mit dem mitreißenden Titel Team Wallraff jetzt erst recht finden die Journalisten tatsächlich noch wildere Sachen raus als im Jahr 2022. Was genau? Das schauen wir uns zusammen an. Pommes. Der Klassiker in jedem Fastfood-Restaurant. Und da kann man ja wirklich gar nichts falsch machen. Die kann ich mit gutem Gewissen essen. Und so landen Pommes und Nuggets und nochmal Pommes aus den Behältern für die Kunden direkt in den Mündern der Mitarbeiter. Hat er gerade direkt mit seinen Fingern aus dem Behälter die Pommes gegessen? Sehr eklig. Alles aus dem Kühlschrank. Alles. Heute kannst du alles nehmen, was du willst. Alles essen und alles ohne Handschuhe. Ja, sie fassen direkt mit ihren Händen rein und zwar ohne Handschuhe. Das ist jetzt nicht so geil, aber solange sie nur die Pommes anfassen, okay. Damit überhaupt ein Durchkommen ist, muss Ellie erst einmal die Mülltonnen verschieben. Ohne Handschuhe. Und danach wäscht sie sich auch nicht die Hände. Okay, stopp. Die waschen sich nicht die Hände. Die fassen in die Behälter für die Pommes. Das ist schon eklig. Aber ohne sich die Hände zu waschen, das ist irgendwie abartig. Weil, ganz ehrlich, stellt euch mal vor, die eine Frau, die zieht da gerade die Mülleimer durch die Gegend. Vorher hat die unten geputzt, die nächste holt irgendwas aus dem Keller, fasst alle Klinken an und dann fasst die in meine Pommes und gibt sie mir danach. Hey, danke. Gut, dann halt keine Pommes, dafür einen leckeren Burger. Chili Cheese, den liebe ich ja. Oh nee, Team Wallraff. Nee, auch noch hier. Nicht auch noch bei meinem Chili Cheeseburger. Bei der Zubereitung der Burger fällt mir auf, dass die Ware in den Schalen nicht mehr ganz so frisch aussieht. Die Jalapenos in meinen Händen fühlen sich schleimig und glitschig an. Schleimig und glitschig. Ellie geht zu einer Maschine und druckt Etiketten aus. Das sind nicht irgendwelche Etiketten, sondern darauf stehen die Haltezeiten für die Lebensmittel. Wann sie zubereitet und wann sie weggeworfen werden müssen. Dann geht sie von Lebensmittel zu Lebensmittel, entfernt die alten Aufkleber und alles bekommt hier eine neue Haltezeit. Und auch die Champignons sehen nach schon mal gegessen aus und bekommen trotzdem ein neues Haltezeitenetikett, obwohl sie in 20 Minuten entsorgt werden müssen. Auch die Brötchen hätten heute Morgen um 8.11 Uhr schon in den Müll gemusst. Egal, jetzt am Nachmittag werden sie einfach weiter für die nächsten Burger benutzt. Das klingt ja nicht so gut. Bei mir sieht es ganz okay aus, denke ich. Okay. Freaking scharf, aber in meinem Fall kann ich jetzt nicht bestätigen, dass da irgendwas schleimig und glitschig ist. Die Brötchen sehen noch okay aus. Aber die Frage ist halt auch, ob man das sieht, wenn die heute Morgen hätten weggeschmissen werden müssen. Während die ältere Kollegin Ellie noch fröhlich mit dem Umetikettieren beschäftigt ist, schaue ich mir die Tomaten genauer an. Das neue Etikett sagt, dass sie heute um 16 Uhr vorbereitet wurden. Das stimmt nicht. Ich habe gesehen, dass die Tomaten schon um 15 Uhr in die Schale kamen und laut der älteren Kollegin alles bereits um 8 Uhr heute Morgen vorbereitet wurde. Also, die Wallraff-Ultras unter euch wissen wahrscheinlich, dass Etikettenschwindel ein Evergreen ist in diesen Dokus. Das heißt, Burger King ist das Ganze schon ewig bekannt, aber sie machen trotzdem nichts dagegen. Und das ist ein Riesenproblem, weil erstens ist das illegal und zweitens zu Recht. Mehrfach am Tag kann ich sehen, wie manche Lebensmittel aus dem Kühlhaus geholt werden. Eigentlich sollten sie gekühlt und frisch sein. And here is roasted Zwiebeln, Chili Cheese, Mayo. And here is salad. Yeah.
Aber die beiden Kühlhäuser stehen immer wieder auf. Fatal, denn darin lagern auch Fleischprodukte. Ich kann an mehreren Tagen dokumentieren, dass die Temperatur bis 11 Grad ansteigt. Das bedeutet freie Fahrt für Keime und Bakterien. Okay, Leute, um das mal ganz kurz festzuhalten, die Zutaten gammeln nicht erst oben, wo sie 48 Mal umetikettiert werden. Das fängt schon unten im Keller an, in dem Kühlhaus, das überhaupt nicht kühl ist. Das bedeutet, diese ganzen Zutaten auf meinem Burger werden zum totalen Erregerherd. Und ich krieg gerade die Info, es wird noch schlimmer. How? Etwas später sehe ich, dass eine jüngere Kollegin fertige, verpackte Burger aus der Auslage nimmt und sie in neues Papier wickelt. Finde ich erst einmal komisch. Und dann werde ich angehalten, das Gleiche zu tun. Ich frage nach, warum das gemacht wird. Ah, okay. Wenn die Soße mal zu unansehnlich aussieht, ist das auch kein Problem. Die Kollegin kratzt einfach die alte Soße ab und schmiert neue drauf. Wieder neues Papier drum und auf geht's zum Verzehr. Lecker. Alter, what the fuck? Wir haben eben festgestellt, die Zutaten sind schon ungeil. Und wenn sie dann noch ungeiler werden, dann kratzt jemand die von diesem Patty ab. Ich krieg das nicht mal vom Brötchen ab. Kratzt das ab und schmiert neue Soße drauf. Das ist so widerlich. Diesen Vorgang kann ich in den nächsten Tagen immer wieder beobachten. Nur die Zutaten, die noch halbwegs essbar aussehen, werden wieder auf einen neuen Burger zusammengelegt. Meine Vermutung, die Burger liegen schon lange in der Auslage, wurden nicht verkauft, sind kalt und durchweicht. Oh Gott, habt ihr das gerade gesehen? Der hat mit seinen Fingern den Käse vom Patty gekratzt. Okay. Dann besser kein Chili Cheese. Aber eigentlich habe ich immer noch Hunger. Ich hab's. Ich nehme einfach einen Plant-Based Burger. Da ist nämlich kein Fleisch drin, das schon tausendmal eingefroren wurde und dann wieder aufgetaut ist. Außerdem habe ich bei Plant-Based nicht so ein schlechtes Gewissen. Ich versuche nämlich auf Fleisch zu verzichten. Und wenn ihr wissen wollt, warum, dann wartet mal auf den nächsten Foodfinder. Da kommt bald was und dann erfahrt ihr mehr dazu. Ihr müsst wissen, schon nach der letzten Wallraff-Doku gab es einen riesen Shitstorm zum Thema Plant-Based bei Burger King. Die Investigativjournalisten haben nämlich festgestellt, dass ganz oft die gleichen Utensilien für die Plant-Based-Produkte wie für die normalen verwendet wurden. Und außerdem wurde ab und zu auch mal ein bisschen Fleisch als Plant-Based verkauft. Das V-Label war natürlich direkt futsch, aber Burger King gab sich reumütig und lernbereit. Ab jetzt gibt es für die Plant-Based-Produkte extra grüne Utensilien. Grüne Pfannen, grüne Zangen, grüne Fritteusen, damit sie nicht mit den Fleischprodukten vermischt werden. Außerdem haben die Plant-Based-Produkte mit Panade jetzt kleine grüne Petersiliesprenkel, damit man sie von den Fleischprodukten unterscheiden kann. Und der Mutterkonzern aus den USA hat Kontrollen in den einzelnen Filialen angekündigt. Nice, oder? Da wurde halt von allen Restaurants was zusammengesucht, damit das Restaurant erstmal an dem Tag gut dasteht. Muss man sich das so vorstellen, wurde zum Hörer gegriffen, es wurde ein Rundruf organisiert und dann wurde geguckt, wo bekomme ich noch eine grüne Zange, noch einen grünen Korb. Und das nur, damit die Amerikaner sozusagen eine heile Welt gespiegelt bekommen. Offenbar gab es im Lager nicht so viele grüne Zangen wie Bestellungen. Naja, ist ja manchmal so. Die Realität sieht anders aus. Ich kann nicht beobachten, dass die grüne Zange hier viel zum Einsatz kommt. Mit der roten Fleischzange wird Fleisch gedreht, dann Plant-Based-Produkte genommen und dann wieder Fleisch. Und dann wieder Plant-Based und so weiter. Diesen falschen Umgang mit vegetarischen Produkten haben wir bei all unseren Undercover-Einsätzen bundesweit dokumentieren können. Boah, das ist halt echt nicht so geil. Weil Burger King wirbt damit, dass sie ein Riesensortiment an Plant-Based-Produkten haben. Es gibt jeden Beef-Burger auch als Plant-Based-Version. Manche sind trotzdem mit Käse, zum Beispiel der Long Chili Cheese, aber andere sind als rein pflanzlich, also vegan deklariert. Und darauf verlassen sich die Leute. Es gibt einfach Menschen, die können oder wollen nichts essen, was mit Fleisch in Berührung war. Das ist wirklich nicht cool, Burger King. Sie hat schnell eine Lösung parat. Schüttet die Pflanzenpatties in die richtige Schale und gießt den Rindfleischsud noch drüber. Herrlich. Ein Genuss für jeden Vegetarier. Schön zu sehen, die am Boden klebenden Rindfleischstückchen.
Boah, ich checke sowas nicht. Ich meine, dass die aus Versehen in den Pfannen für die Fleischpatties liegen, das ist schon nicht cool und eigentlich müssten die dann entsorgt werden, weil sie sind dann nicht mehr pflanzlich. Okay, aber dass dann die Mitarbeitenden das extra noch in die andere Pfanne zurücklegen und den Fleischsaft noch schön drüber kippen, das ist echt nicht cool. Das bedeutet doch, dass niemand ihnen so richtig erklärt hat, was plant-based eigentlich bedeutet und warum das so richtig ist. Irgendwie habe ich keinen Bock mehr, was von Burger King zu essen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber falls ihr noch unentschlossen seid, hat der Godfather of Ekel hier noch eine besonders schöne Kundenbewertung für euch. Eine Kundin postet Fotos von einer Made, die sie in ihrem Burger gefunden hat. Kein Kommentar. Pommes eklig, Burger eklig, Plant-based auch eklig. Das war's wohl. Trinke ich halt was, was mich satt macht. Milchshake liebe ich ja. Vielleicht kann der ja was. Und dann sehe ich etwas, was mich besonders ekelt. Der Kollege, der gerade noch die Nuggets gegessen hat, ohne sich danach die Hände zu waschen, probiert jetzt seine Zähne als Milchtütenöffner. Beherzt beißt er zu und nimmt den Milchtütenverschluss ganz in den Mund und öffnet mit den Zähnen die Milchpackung. Danach trinkt er noch die Milchreste aus. Das, was ich hier gerade im Mund hatte, das hatte der Mann da offensichtlich auch schon halb im Mund, weil der mit seinen Zähnen die Milchpackung aufmacht. Mit seinen Zähnen. Das ist super, super eklig. Und super unhygienisch. Puh, wisst ihr was? Ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf mein Burger King-Menü. Es reicht mir. Das Problem ist nur, nicht alle können sich gegen Burger King entscheiden. Die Mitarbeitenden sind ja auf ihren Arbeitgeber angewiesen. Und das ist richtig schlimm. Team Wallraff hat nämlich die schlimmsten Missstände gar nicht bei den Lebensmitteln, sondern bei den Arbeitsbedingungen entdeckt. Die Undercover-Journalisten sind als Mitarbeitende mittendrin. Doch schon am Tonfall wird klar, hier ist einiges im Argen. Auf uns wirkt es, als ob die Mitarbeiter sehr unter Druck stehen. Boah, das sieht echt nicht nach einem geilen Arbeitsumfeld aus. Die armen Leute, ey. Und es ist nicht nur so, dass sie unfreundlich behandelt werden. Manches da ist auch nicht mal legal. Und los geht es schon beim Unterschreiben des Arbeitsvertrags. Was ist das hier jetzt alles? Das ist ja alles Lebensmittelsicherheit. Also, ah, okay. Ja, also, okay, Lebensmittel oder Brandschutz. Genau, Brandschutz und Lebensmittel und sowas alles. Ah, genau. Dann habe ich hier also unterschrieben, dass ich in Lebensmittelsicherheit und Brandschutz belehrt wurde. Stimmt aber nicht. Also erstmal. Krass, dass die sich da so undercover hinsetzen, oder? Den muss doch der Arsch auf Grundeis gehen. Aber zurück zum Thema. Das ist eigentlich nicht witzig, weil erstmal könnte man ja denken, chillig, die müssen die Belehrungen gar nicht machen, sie können die einfach direkt unterschreiben. So einfach ist es aber leider nicht, weil die Belehrungen sind ja dafür da, dass die Mitarbeitenden wissen, wie sie mit der Hygiene umgehen müssen und in Notsituationen richtig reagieren können. Und es kommt noch kranker. Doch Burger King wurde kreativ und machte ihr ein unmoralisches Angebot. Die haben meine Notlage einfach erkannt, dass ich das Geld brauchte. Und da hat man mir angeboten, dass ich nochmal einen zweiten 450-Euro-Job aufnehme. Dann hat man mir erklärt, dass ich tatsächlich jemanden suchen könne, der sich dann über mich dann da anmeldet. Und diese Person arbeitet logischerweise dort nicht, sondern ich, aber unter ihrem Namen. Leute, das ist so krass. Die Frau erzählt danach noch, dass sie das Geld dann immer bar gekriegt hat, aus einem Tresor, damit es nirgendwo auffällt. Und wenn das stimmt, ist das einfach eine handfeste Straftat. An der Grenze des Legalen und manchmal sogar einen Schritt darüber hinaus scheinen die Anstellungsverhältnisse bei Burger King leider öfter mal zu sein. And you, when you are finished today? Ich heute, auch 8:30. Heute Abend. Ich mache täglich 12 Stunden. 12 Stunden täglich. Und auch eine andere Informantin bestätigt dem Team Wallraff, dass manche Menschen dort 6 Tage die Woche 10 bis 12 Stunden arbeiten. Das ist arbeitsrechtlich natürlich so gar nicht erlaubt. Und es wird noch wilder. Die waren hart arbeitende Leute. Und dann kommen sie nach Deutschland und leben in einem Hotel, wo ihnen das Geld abgezogen wird. Hä? In was für einem Hotel? Das Hotel, in dem einige Angestellte wohnen sollen, ist nur etwa 750 Meter von der Burger King-Filiale entfernt.
Von außen macht es einen etwas trostlosen Eindruck. Nicht nur von außen, sondern auch von innen. It's giving shining. Have you all? No, I am left by it's from Gambia. I want this other girl? Yes. I'm not alone, I can't take you. This is Burger King's. Okay. This is from Burger King. No, we stay together, who is coming here? Ja, okay. Doch nicht so Shining, weil bei Shining war das ganze Hotel ja leer. Hier ist es super voll. Boah, Leute, das ist so schlimm. Die Leute kommen nach Deutschland, um hier zu arbeiten. Und Burger King quetscht die einfach in diese Zimmer. Zu zweit oder sogar zu dritt. Aber jetzt kommt das Schärfste. Auch ihre Miete ziehen Sonjas Chefs ihr direkt vom Gehalt ab. Und ihre Aufenthaltsgenehmigung ist an den Burger King-Vertrag gebunden. Eine große Abhängigkeit. How much you pay? I don't know. We pay 215, I think, because we are at Topis. Jo. Danach sagt dann noch ein Anwalt, dass der Preis für dieses Zimmer überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Und damit ist das alles überhaupt nicht legal. Und warum diese Menschen das über sich ergehen lassen, habt ihr ja gerade gehört. Ihr Aufenthalt hängt an dem Ausbildungsvertrag von Burger King. Das bedeutet, sie sind komplett abhängig von Burger King. Alter, ich bin fix und fertig. Ganz ehrlich, schon das vierte Mal ist Team Wallraff bei Burger King und die Hygienemängel scheinen einfach unverändert weiterzugehen. Nichts verändert sich und ich habe überhaupt keine Lust mehr dort zu essen. Maden im Burger, Dreck in der Küche und Finger in meinen Lebensmitteln? Nee, danke. Aber wirklich eklig finde ich die Praktiken, die Burger King an den Tag legt. Der Umgang mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist einfach schockierend. Sich als riesiger Konzern an der Not von Menschen zu bereichern und ihnen dann von ihrem ohnehin schon kargen Lohn noch Teile abzuziehen, damit sie in einem ranzigen Hotel wohnen können, das ist wirklich unfassbar. Ihr denkt, jetzt wäre schon Schluss, aber nein. Denn dieses Mal hat Burger King auf die Sendeankündigung von Team Wallraff reagiert. Du bist vom Team Wallraff. Klar, ich darf doch du sagen, oder? Du warst ja schon mal hier. Was ist diesmal? Sommerloch? Stark. Burger King nimmt's mit Humor. Sommerloch. Guck mal, bei 25.000 Mitarbeiterinnen, 750 Restaurants ist klar, dass nicht immer alles perfekt ist. Aber wir sind offen für Kritik und arbeiten an uns. Ja, bei so einem Riesenkonzern, da kann wirklich nicht immer alles gut laufen. Und sie arbeiten ja auch dran. Schnell mal die Absolution geholt. Cool. Setz dich doch erstmal hin, gönn dir einen Whopper und wir quatschen ein bisschen. Und das gilt auch für euch zu Hause. Wenn mal was nicht gut ist, schreibt es. Wir kümmern uns drum, okay? Ja, genau. Schreibt doch, Leute. Es ist nämlich an euch, dass Hygieneregeln und Arbeitsschutz eingehalten werden. King ist, wer an sich arbeitet. Ich glaube, der Satz hat noch nie so gut gepasst wie heute. Besser essen ist gut, aber besser essen abonnieren noch besser.